Die Rückkehr der Helden. Um 19.35 Uhr landete die Fortuna am Düsseldorfer Flughafen als Aufsteiger. Die Fans euphorisch bescherten ihrer Mannschaft einen feierlichen Empfang. Die Fortuna ist einfach der geilste Club der Welt und Fortuna ist der geilste Club der Welt! Fortuna ist der geilste Club der Welt! Bin ausgerastet wie verrückt. Ist einfach nur ein schönes Gefühl. Endlich wieder Bundesliga, Köln steigt ab. Ist das nicht klasse? Ja, wer will schon Köln in der ersten Liga sehen? Da hat man doch lieber Fortuna Düsseldorf. Ja, also nach der Gefühlslage her ist es natürlich heute mit Abstand der geilste Tag der letzten 5 Jahre für Fortuna natürlich. Und erste Liga ist ein Traum. Und einen größeren Traum kann man sich als Fußballer natürlich nicht vorstellen, als in der ersten Liga zu spielen. Friedhelm Funkel und sein Team stehen nach dem 2:1-Sieg in Dresden als erster Aufsteiger fest. Für Funkel ist es bereits der 6. Aufstieg in die erste Liga. Und den feierte die Mannschaft anschließend bis spät in die Nacht. Ja, die aktuelle Stimmungslage ist natürlich sehr, sehr gut. Trotzdem brauchen wir eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten. Aber im Laufe des Abends werden wir wohl alle ein bisschen lockerer werden, denn das war ein hartes Stück Arbeit heute. Wir haben kurz vor Schluss den glücklichen Siegtreffer letztendlich erzielt, was für heute bedeutet hat, dass wir glücklich gewonnen haben. Aber wir sind verdient aufgestiegen. Ich freue mich einfach, weil wir als Mannschaft heute wieder einen riesen Fight abgeliefert und haben einfach, ja, das erzwungen heute und gerade zu der Halbzeit, die sehr schwer für uns war, dann mit dem Last-Minute-Tor, dann ja, denke ich, alle Herzen hier in Düsseldorf überschlagen lassen und immer noch überschlagen. Ja, natürlich ist das was Besonderes, vor allen Dingen dann, wenn man mit einer Mannschaft aufsteigt, wo es im Vorfeld keiner mit gerechnet hat. Es waren andere, die sich selbst dazu erkoren haben oder eben von sogenannten Fachleuten genannt worden sind, um aufzusteigen, da war Fortuna Düsseldorf nie dabei. Und was die Mannschaft in dieser Saison geleistet hat, da kann man einfach nur den Mut vollziehen. Sie hat nie aufgesteckt, sie hat nie nachgelassen, sie ist immer dran geblieben, hat den einen oder anderen kleinen Rückschlag weggesteckt und hat heute ihre gesamte Saison gekrönt. Düsseldorf ist wieder erstklassig. Wie praktisch, dass es in der Altstadt die längste Theke der Welt gibt.